Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem ich euch mal die 30. Modellbahnausstellung der Modelleisenbahnfreunde Rödental vorstelle. Viel Spaß! Die Ausstellung findet am 21. und 22. Oktober von 10 bis 18 und von 9.30 Uhr bis 17 Uhr statt. Auf der Ausstellung sind unter anderem die Anlagen Harlighof im Maßstab H0, die Flusslandschaft in H0 von den Modelleisenbahnfreunden Rödental, die Modellbahnanlage Italien, die man gerade hier sehen kann, auch im Maßstab H0, die Kollwitzer Stadtbahn in 0E, die Rodachtalbahn von Kronach nach Nordhalben, Illinois Switching, die Rangieranlage in den USA und der Bahnhof Diedersdorf in Oberfranken, ebenfalls in H0. Außerdem gibt es noch eine Straßenbahnanlage in Spur N und die Modellbahnanlage Karlsberg ebenfalls in Spur N. Die Anlage, die man jetzt hier sehen kann, das ist die Modellbahnanlage Flusslandschaft H0 von den Modelleisenbahnfreunden Rödental. Hier sieht man jetzt nochmal die Straßenbahnanlage in Spur N. Und das ist die Anlage Hallighof in Spur H0. Das Ganze soll eine Feldbahn sein, die in der Nähe des Wattenmeers spielt. Das hier ist die Modellbahnanlage Karlsberg in Spur N. Sie erstreckt sich auf 105 Metern und ist damit eine der größten Anlagen, die ausgestellt werden. Aufgrund dieser beträchtlichen Länge der Anlage können Ganzzüge mit bis zu 30 Wagen unterwegs sein. Diese Baureihe 245 von Lotus macht sich gerade auf den Weg Richtung Karlsberg und kreuzt diese schöne Brücke und trifft dabei auf eine Baureihe 218. Der nochmal dieselbe 245 mit demselben Zug kurz vor Karlsberg. Und was sehen meine Augen da? Richtig, eine V200, auch bekannt als Baureihe 120 Ost. Hier hat man jetzt den Blick auf den Stausee bzw. den Staudamm, der wirklich richtig gut gelungen ist. Und hier sieht man nochmal die 120, allerdings eine andere, die gerade an einem schönen Dorf mit Weinbergen vorbeifährt. Ja, dann sind wir jetzt auf der Anlage Illinois Switching in Spur 0. Das ist eine Rangieranlage in den USA. Und dann sind wir hier auch auf der Anlage, die Diedersdorf abbildet. An die Leute, die nicht wissen, wo Diedersdorf liegt, beziehungsweise was das ist. Diedersdorf ist ein Dorf in der Nähe von Sislach
wo früher mal eine Bahnstrecke verlief. An der Stelle geht die Grüße natürlich zurück an den netten TF. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Wie gesagt, wenn ihr mal am Wochenende noch ein bisschen Zeit habt, dann könnt ihr ja mal vorbeikommen. Wer nicht weiß, wo das Ganze stattfindet, das ist an der Coburger Straße in Rödental hinter dem Fantasy World. Und ja, damit verabschiede ich mich von euch. Wie gesagt, ihr könnt gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.